Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Salomos Weisheiten. Und heute haben wir das Thema Ruhe und Langmütigkeit bringen dich weiter. Ich habe heute noch mal so im Herzen eine Sache euch mitzugeben als eine Art Erinnerung. Ihr wisst ja, dass ich gerade noch an so verschiedenen Arbeitsheften und Büchern schreibe, unter anderem geht es um das Thema Gebet und um die Verheißungen für Kinder Gottes. Also ich hoffe, dass das Heft zu den Verheißungen jetzt so die nächsten 2 bis 4 Wochen komplett fertig ist, weil nicht weil, sondern ich glaube, es ist wichtig, gerade jetzt so diese Reihe mit Salomos Weisheiten. Ihr seht ja in der Ecke dieses Schildchen: Vorsicht, harte Speise, feste Speise. Und ich habe es eingangs der Reihe gesagt und immer wieder erwähnt. Wenn wir in die Sprüche gehen, wenn wir zu diesen Weisheiten gehen aus dem Alten Testament von Salomo, das sind sehr weise Sprüche und Anweisungen, aber wir müssen immer aufpassen, dass wir aus dem Bund der Gnade da drauf schauen. Ja, also wenn ihr neu geboren seid, dann habt ihr auf der einen Seite diesen, ich sag jetzt mal von 0 auf 100, ja, also von dem Sünder auf 100 zum geheiligten Kind Gottes mit dem Heiligen Geist empfangen, vollkommen, vollkommen im Geist. Ja, also Jesus hat für uns bezahlt, das heißt, Gott hat sein Werk an uns vollbracht. Ja, also wir sind komplett geworden durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, wenn wir neu geboren werden. Also das ist quasi von 0 auf 100 ist diese Vollkommenheit da. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese stückweise, ich will es mal sagen, in Anführungszeichen Heiligung, also so dieses stückweise Erkennen, dieses stückweise Gedanken und Sinne erneuern, dieses stückweise mehr Wandeln in der Gnade, dieses stückweise mehr Wandeln im Frieden. Ja, das heißt, je mehr Gedanken und Sinn erneuert werden, je näher wir Gott kommen, weil eben das Wort, also wir lesen ja im Philipperbrief, er schafft in uns das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, es ist der Geist Gottes, der jetzt in uns wirkt. Ja, also erstmal wirkt er an uns, als wir zum Glauben gekommen sind, zack, ja, von 0 auf 100. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite so dieses Stückweise. Und das müssen wir irgendwie, da müssen wir lernen, mit umzugehen, ja, da drin zu wandeln. Und ich glaube aber, wenn ihr das immer wieder im Blick habt, und ich hoffe ja auch, dass euch das hilft, wenn ich das immer wieder erwähne, nicht weil ich euch für dumm halte, sondern weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist, dass wir das immer wieder hören. Und auch ich muss es immer wieder hören. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, um nicht in die Gewerksgerechtigkeit zu fallen, auf der einen Seite, ja, wenn wir uns diese Sachen jetzt, was wir jetzt die letzten Wochen, Monate gemacht haben, uns um die Weisheiten Salomos zu kümmern, dass man dann nicht plötzlich in die Werksgerechtigkeit fällt, ja. Und auf der anderen Seite, wenn man überdosiert, will ich mal sagen, immer wieder hört, Gnade, 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 Segen, Verheißungen, dann kann es plötzlich passieren, dass wir übers Ziel hinausschießen und quasi in so etwas fallen, naja, ich kann mich ja verhalten, wie ich will, Jesus hat ja für alles bezahlt. Ja, also wir müssen da so eine Balance hinkriegen zwischen dem einen von 0 auf 100 und dem anderen von der stückweisen Veränderung. Und beides aber kommt aus dem Geist Gottes. Ja, es ist ganz wichtig, es sind nicht wir. Wenn ich sage, wir erneuern unsere Gedanken und Sinne, dann ist unser Part, den wir machen, dass wir Gott suchen, dass wir uns hinsetzen, dass wir der Bibel lesen, dass wir uns verändern lassen, dass wir achtsam sind, dass wir darauf achten, was der Geist Gottes uns zeigen will. Ja, das ist unser Part. Und auch da aber wiederum ist es so, dass der Geist Gottes in uns das hervorbringt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch sagen will. Also das ist mir nochmal ganz wichtig. Und ich hatte jetzt im Herzen, wir werden ja jetzt bald mit der Salomo-Reihe fertig, dass wir dann nochmal uns wirklich um diese Wahrheiten kümmern,
die, ja, wo man so falsch gedacht hat, ja, Lüge und Wahrheit, dass wir das nochmal machen. Da könnt ihr gerne nochmal mitmachen. Das ist dann nochmal Wiederholung. Aber ich glaube, dass das dann nochmal sich mehr setzt, das Ganze. Ja, weil ihr einfach jetzt schon viel gelernt habt und viele Gedanken und Sinne erneuert habt, sodass eben ihr immer reicher werden könnt oder reicher werdet in dieser Gnade und in diesem Frieden, das das Kreuz gebracht hat. Ja, am Anfang, wie soll ich sagen, ich habe so im Coaching schon so gelehrt, wer sich daran erinnert, ja, so von den alten Leuten, die mich ja auch noch aus den Coaching-Zeiten kennen und aus den Seminaren kennen, die werden jetzt vorm Bildschirm sitzen und werden nicken und nicken und nicken, weil sie sagen, ja, wir erinnern uns, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Seminar hatte, was 3 Tage ging, da habe ich am ersten Tag habe ich nur gefeuert, ja. Ich habe also ihnen Begriffe um die Ohren geworfen. Es war einfach, die Leute saßen da und waren völlig verwirrt. Ja, sie hatten keine Ahnung, was da jetzt passiert. Und ich habe immer gesagt, Verwirrung ist immer gut. Das ist so die Vorstufe vom Lernen. So habe ich es damals genannt. Können wir jetzt heute natürlich nicht mehr so sagen. Aber was ist da passiert? Ich habe ihnen quasi, ich habe so einen riesen Eimer genommen und habe ihnen alles erstmal hingeschüttet, ja, und sie konnten damit nichts anfangen. Und im Laufe der 3 Tage habe ich diese Dinge immer wieder aufgegriffen. Das heißt, sie haben sich dann an etwas erinnert, was ich zum Beispiel 2 Tage vorher gesagt habe oder einen Tag vorher gesagt habe. Und im Gehirn haben diese Neuronen, ja, die Nervenverbindungen, die haben sich geschlossen. Ja, das heißt, es hat ein nachhaltiges Lernen stattgefunden. Es gab eine Verknüpfung im Gehirn. Ich probiere es euch mal so ein bisschen wissenschaftlich, weltlich vielleicht auch noch mal für euren Kopf zu erklären. Wenn wir, was jetzt gerade mal der Geist mir noch mal helfen, wie ich das jetzt gut euch darstellen kann. Wenn wir eine Information kriegen und wir haben keine Lösung dazu, ja, dann ist es so, als würden deine Neurone, die feuern, ja, die sagen, okay, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung? Und wenn dann die Lösung kommt, dann macht es wie so, bzzzt, ja, und dann sind die verbunden und dann gibt es so, ah, jetzt, ne, und hat einfach eine Verbindung stattgefunden in unserem Kopf. Und so ähnlich glaube ich, das ist ja eine Gabe, die der Herr mir gegeben hat. Also ich selber kann ja nicht so intelligent sein aus mir heraus. Es ist eine Gabe, die er mir geschenkt hat, dass ich das eben wohl so mache, wie ich es mache. Dass man viel bekommt, tak, 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 ja. Und dann mit der Zeit plötzlich verbinden sich die Dinge und es wird zu einem großen Ganzen. Ja, es verbindet sich miteinander und plötzlich hat sich's gesetzt und plötzlich ist es gerutscht und dann ist es auch da. Ja, also dann wisst ihr, wenn man das mal dann auch gelernt hat, ich spreche jetzt von dem fleischlichen Teil, wenn das Gehirn das dann auch mal so erfasst hat, dann hat es das auch erfasst. Ja, und dann wird es auch nicht mehr gestohlen. Und ich glaube, dass der Herr über meinen Dienst eben auch so arbeitet, über die Gedanken- und Sinneserneuerung, dass es eine Hilfe ist, wie soll ich sagen, die Gedanken und Sinne sind ein Stück vorbereitet und wenn ihr dann in das Wort Gottes geht, dann kann das auf fruchtbaren Boden fallen, ne? So mal vereinfacht gesagt. So, und jetzt haben wir eben auf dieser einen Seite dieses 0 auf 100. Ja, ich bin neu geboren, ich kam zum Glauben, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Stückweise. Ja, und da brauchen wir auch Ruhe, Langmut, Besonnenheit, und dieses Stückweise erkennen und müssen wissen, dass in dem Punkt eben Ungeduld sehr kontraproduktiv ist. So, jetzt gehen wir mal in die Stelle, die ich habe. Also ja, nochmal, danke, Heiliger Geist, nochmal, um es nochmal festzuhalten, bevor wir dann damit starten. Diese beiden Seiten, ja, von 0 auf 100, komplett erneuert im Geist, ein Kind Gottes geworden. Und was wir jetzt mit Salomos Weisheiten gemacht haben, war eben ja, ein Stückweise erkennen. Es findet eine Veränderungsarbeit statt. Aber das
sorgt nicht dafür, wenn ihr jetzt irgendwie später zugeschaltet seid, ihr seid jetzt irgendwie später zum Dienst gekommen, dann stresst euch nicht. Wir werden Ende Juni, fangen wir dann nochmal mit dieser anderen Seite an. Ja, also ich will jetzt mal sagen, so mit dieser großen Gnadenseite und wichtige Unterschiede und nochmal, ja, was ihr vielleicht bisher geglaubt habt, Lügen, die ihr geglaubt habt, die brechen wir auf. Da geht es also nicht so sehr um richtiges Verhalten, sondern um die Gnade. Und jetzt die letzten Monate ging es um gutes Verhalten, aber nicht gutes Verhalten, das dazu führt, dass wir gerettet werden. Oder gutes Verhalten, das dazu führt, ja, wenn ich mich so verhalte, bekomme ich, ja, werde ich gesegnet oder verdiene mir den Segen. Das ist komplett, das ist falsch. Wir haben den Segen alleine aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Den Sieg, den er errungen hat. Aufgrund dessen haben wir den Segen. Und wenn wir lernen, uns gut und richtig zu verhalten, dann ist es eben diesen Part, den wir haben als Kinder Gottes. Das ist völlig selbstverständlich, dass wir als Kinder Gottes jetzt anders sind wie der Rest der Welt. Und wir tun das jetzt nicht, um etwas zu bekommen, sondern weil es selbstverständlich ist, weil wir bereits etwas bekommen haben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wir verhalten uns jetzt nicht gut, um etwas zu bekommen, sondern wir verhalten uns gut, weil wir bereits etwas bekommen haben. Ja, von 0 auf 100. Neugeburt, Kind Gottes geworden, den vollkommenen Segen vom Fluch losgekauft, aus den Fängen des Teufels und von der Macht der Sünde des Gesetzes befreit. Also macht euch diese Unterschiede immer wieder klar. Also der Herr hat mir da auch für eines der neuen Bücher auch ein Bild gegeben. Also wenn das dann soweit ist, sage ich euch Bescheid. Der blendet es dann mal ein. Es ist wirklich, aber vielleicht hat euch das jetzt auch schon mal geholfen. Also wirklich wichtig, ja. Also Salomos Weisheiten, da beschäftigen wir uns mit dieser harten Speise. Und wenn jemand noch nicht neugeboren ist, wenn jemand die Gnade Gottes noch nicht angenommen hat, wenn jemand immer noch probiert, sich aus eigenen Werken vor Gott zu rechtfertigen, dann kann so eine Reihe nach hinten losgehen. Ja, sie kann einen in die Werksgerechtigkeit ziehen. Und das liegt aber nicht daran, dass meine Videos schlecht sind oder dass ich Lüge spreche, sondern das liegt einfach an deiner Position, in der du bist. Ja, dass du vielleicht noch gar nicht neugeboren bist oder aber du bist neugeboren und lässt dich vom Feind in die Werksgerechtigkeit ziehen. Ja, also es ist wirklich immer wieder, wir müssen es immer wieder sagen, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem der Feind immer wieder ansetzt und probiert, Gerettete aus dem, quasi, sag ich jetzt mal, aus dem Segen zu ziehen, weil wir dann eben nicht mehr die Haltung haben eines Kindes Gottes, sondern weil wir plötzlich wieder in die Haltung eines Sünders kommen. Und das ist etwas, was auch in Kirchen oder Gemeinden gelehrt wird. Ich weiß noch genau, dass ich mal dort einen Besuch hatte und dann man plötzlich anfing mit mir zu diskutieren, naja, wir sind ja alle Sünder. Und habe ich gesagt, das stimmt nicht. Wenn wir neu geboren sind, sind wir keine Sünder mehr. Wir sind geheiligte Kinder Gottes geworden. Aber der Feind probiert eben die geliebten Kinder Gottes an einen Punkt zu bringen, wo sie sich wieder aus einer Sünderhaltung sehen. Und wenn wir uns aus einer Sünderhaltung sehen oder in einer Sünderhaltung wandeln, dann schneiden wir uns eben vom Segen ab, weil wir eben nicht in der Haltung des Kindes wandeln und im Segen, sondern eben in der Werksgerechtigkeit. Und das funktioniert nicht zusammen. Ja, wir können keinen jungen Wein in alte Schläuche füllen. Der Feind weiß ganz genau, dass wenn er das macht, dass er die Kinder Gottes vom Segen fernhält. Deswegen dieses neue Arbeitsheft mit den Verheißungen, das ist proppevoll. Ich muss mich da wirklich auch, ich merke das jetzt schon wieder, wie so eine Begeisterung in mir hochkommt. Und ich muss da aufpassen, weil ich dazu neige, mich zu überarbeiten. Und muss da wirklich behutsam und besonnen sein. Wisst ihr, am liebsten will ich euch das alles sofort alles zur Verfügung stellen. Alles das, was der Herr mir gezeigt hat. Ich will einfach, dass ihr das habt. Und ich muss einfach darüber aufpassen, dass ich nicht vergesse, mich um mich selber zu kümmern. Ja, das ist einfach so eine schwierige Sache. Und ja, ihr wisst, ich brenne dafür. Und deswegen auch für mich heute das Kapitel. Jetzt starten wir Ruhe
Und Langmütigkeit bringt uns weiter. Ja? Ich muss mich da auch an meine eigene Nase fassen. Wir lesen Sprüche 14, 29. Ich lese euch aus der NGÜ. Ein Geduldiger hat viel Verstand. Jähzorn dagegen ist der Gipfel der Dummheit. Ja? So steht es hier. Und wir lesen, was ich dazu geschrieben habe. Jähzorn und unterdrückte Wut lassen nicht zu, dass der Geist Gottes dich leitet. Er mag zwar da sein, weil du ihn mit der Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, beziehungsweise als wir zum Glauben gekommen sind. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Es gibt, ja, der Feind probiert auch bei den Leuten, mir das Wort im Mund rumzudrehen. Und wenn ich etwas ungünstig formuliert habe, dann probiert der Feind unter Umständen bei dem einen oder anderen von euch, mich unglaubwürdig zu machen. Ja, könnt ihr mal ein bisschen drauf achten. Also ich habe da jetzt geschrieben, es mag zwar sein, dass du ihn mit der Taufe im Heiligen Geist empfangen hast. Ja, also dass du als zum Glauben gekommen bist, dann empfangen wir den Heiligen Geist als Anzahlung auf das ewige Leben. Deine Gefühle, weltlichen Gedanken und deine Seele sind vordergründig am Wirken. Bete zum Herrn, dass er dir hilft, Jähzorn und Wut zu überwinden, denn der Heilige Geist bringt andere Frucht hervor. Jähzorn und Wut sind Ausdrucksweisen deiner menschlichen Natur. Die Selbstsucht oder Ichsucht in dir möchte etwas haben, erreichen, bekommt es unter Umständen aber nicht. Das rebellische menschliche Wesen zeigt diese Wesenszüge auf. Also es ist auch anders als jetzt die Wut, die Jesus im Tempel hatte, ja, weil dort ging es ja darum, der Eifer um dein Haus wird dich verzehren, ja, also der, dass das Haus Gottes mit Füßen getreten wird, ja, und zum Marktplatz gemacht wird, also eine andere Wut. Im Hebräerbrief können wir, ja, und diese Wut, dafür wird am Ende das Gericht gesprochen, ja, also wir müssen da nicht draufhauen, sondern Gott kümmert sich darum. Im Hebräerbrief können wir lesen, dass wir eifrig bestrebt sein sollen, in die Ruhe einzugehen, mutig voranzugehen und vom Wort Gottes uns lehren und leiten zu lassen, was bedeutet, dass wir verändert werden nach dem Willen Gottes. Das funktioniert aber nur, wenn wir uns verändern lassen wollen. In unserem Geist wurden wir bereits komplett erneuert, ja, 0 auf 100. Unsere menschliche Natur kämpft dagegen an, ja, das ist eben dieses Schrittweise. Wenn dies ein Problem für dich darstellt, dann bete zum Herrn, dass er dir hilft, deine falschen Gedanken und Sinne aufzudecken und zu verändern, damit Jähzorn und alle anderen aus dem Fleisch stammenden Gefühle verschwinden müssen. Sie sind mit Jesus am Kreuz gestorben und du hast sie mit der Taufe begraben. Gott wird es freuen, wenn du bereit bist, dich zu verändern oder verändern zu wollen. Es macht ihm Ehre, du bist einsichtig, so wie, wie es in diesem Vers beschrieben steht. Jemand, der jähzornig ist, handelt oft unbedacht aus seinen Gefühlen heraus und begeht damit manche Torheit. Unbedacht, unverständig und nicht aus dem Geist Gottes heraus. Wisst ihr, muss mir gerade mal kurz hier Notiz machen. Wisst ihr, manche Namenschristen haben damit zu kämpfen, weil sie machen vordergründig einen Anschein von Heiligkeit, aber in ihrem Innern ist quasi noch, ja, diese rebellische Natur vorhanden. Sie sind unter Umständen gar nicht wirklich wiedergeboren. Sie haben nicht ein neues Herz bekommen, sie sind nicht reingewaschen worden und sie übertünchen das Ganze, ja, also Jesus spricht ja auch in den Evangelien von diesem Übertünchen, ja, also es ist, sie sind von außen schön angestrichen, ja, schön christlich angestrichen, aber innen drin fault es, ja, und diese Dinge kommen eben dann zum Vorschein und ich weiß nicht, also der Herr hat mich schon das ein oder andere Mal angewiesen, mit dem Wort Gottes so zu kommen, einer solchen Person, dass im Grunde genommen dieser wahre Kern herauskam. Ja? Also dass quasi diese Person das nicht mehr aufrechterhalten konnte, das, was in ihr tobt. Und das ist ja gut, ja, es ist ja gut, wenn das zum Vorschein kommt, aber Namenschristen neigen dann auch dazu, zu sagen, ja, du bist schuld, du hast mich zum Zorn gereizt, in dir ist der Teufel vorhanden, ohne zu reflektieren, was hier eigentlich passiert ist, ja, also
Also vielleicht hast du damit noch zu kämpfen, ja, weil ich glaube auch, dass das im Moment vielleicht durch Corona bedingt, ich weiß es nicht, der ein oder andere hier zum Dienst hinzustößt, jemand, der vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte lang Christ war und wo jetzt der Geist Gottes arbeitet und aufzeigt, hör mal, du hattest einen guten Start, du warst gewillt, du willst zum Reich Gottes gehören, aber du bist da einfach auf eine falsche Spur geraten und das möchte ich jetzt korrigieren. Also ich habe so den Eindruck, dass auch langjährige Christen oder vielleicht sogar Leiter hier diesem Kanal folgen, die ich gar nicht kenne und die ich vielleicht auch nie kennenlernen werde, die aber das nutzen, worüber ich hier rede, sodass der Heilige Geist zu euch oder zu diesen Menschen reden kann, um aufzudecken, was nicht im Einklang ist. Und ja, da kann man eben wütend werden oder man kann eben diese Wut auch mal hinterfragen. Ja, denn Ruhe und Langmütigkeit bringen uns weiter. Es gibt auch eine falsche Ruhe, ein falscher Langmut. Das habe ich gerade so die letzten Tage erlebt in Bezug auf eine Person, die gesagt hat, ich glaube an Gott und ich bin ein Kind Gottes und wichtig ist, dass ich mit mir selber im Frieden bin, im Reinen bin und soll so eine Ruhe und Langmut in einer falschen Überzeugung hatte, was die eigene Rettung angeht, die nicht mit Jesus Christus im Einklang steht und nicht mit der Liebe zum Wort Gottes im Einklang steht. Das ist eine falsche Ruhe, das ist eine trügerische Ruhe. Und diese Ruhe wird gerne erschüttert durch die Wahrheit Gottes, aber manche Menschen haben so eine Ruhe und so einen Frieden in der Lüge, in der Irrlehre. Wenn euch so etwas begegnet, kann es sein, dass der Geist Gottes, also wenn ihr neu geboren seid, dass der Geist Gottes zu euch spricht und sagt, bete für diese Menschen, ja, und dann betet wirklich, dass diese Verblendungen ja aufbrechen, dass diese Lügen aufbrechen. Das kann sein, dass für diese Person dann erstmal alles zusammenbricht, kann passieren, weil dann vielleicht eben in dem Leben alles eingerissen wird, was auf Lüge aufgebaut wurde. Und wenn man da ein fleischliches, ja, fleischlich noch Mitgefühl hat, dass einen das dann beschäftigt, dass einem das schwerfällt, dazu zu schauen, wenn in einem Leben etwas eingerissen wird, da ist es manchmal besser, man sieht das nicht, weil man vielleicht dann im Fleisch angetriggert werden kann. Also für mich ist es immer gut, wenn ich das nicht so mitbekomme, weil mich das echt schafft. Weil mich das echt schafft, im Fleisch schafft. Dann, wie gesagt, ja, dann könnt ihr dafür beten, dass das einstürzt, und es ist dann gut, ja. Das ist etwas, wovon Paulus spricht. Diese Menschen werden dann betrübt. Es kann sein, dass dort wirklich erstmal alles zusammenkracht, einstürzt, die komplette Lüge einstürzt und das erstmal für die Menschen ganz schlimm erscheint. Aber Gott kann dann eben auf der Wahrheit aufbauen. Also vielleicht begegnet euch so jemand, ja, Gott zeigt euch das, der Geist Gottes zeigt euch und dann könnt ihr im Geist auch da beten, denn für diese Menschen ist es doch am allerwichtigsten, dass die Seele gerettet wird, ja, dass also am Ende der Zeit diese Menschen in das ewige Leben eingehen und nicht, dass sie hier in diesem Leben ein aalglattes Leben in der Lüge führen, ja, das führt sie ja ins Verderben. Also da könnt ihr einfach mal schauen, ja. Also es ist quasi eine trügerische Ruhe, ein trügerischer Langmut, der nicht auf der Wahrheit gegründet ist. Unsere Ruhe und unser Langmut und unser Ausharren gründet sich auf dem Kreuz, auf das, was Jesus getan hat, auf unseren Segnungen, auf unseren Verheißungen, ja, auf unserer Besonnenheit, dass wir den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, weil die Wahrheit uns frei macht. Und wir da immer weiter, ja, geistlich wachsen wollen, obwohl wir, zack, von 0 auf 100 bereits Kinder Gottes geworden sind. Und wenn wir da drin wandeln und unsere Freude haben am Herrn, unsere Freude am Wort haben, ja, dann ist das Wort, das ist unsere Nahrung, wird zu in uns, ja, zu einer Quelle, die einfach sprudelt, lebendiges Wasser wird hervorgebracht.
Und dann halten wir auch durch bis zum Schluss. Wisst ihr, weil dann werden wir immer fester in der Wahrheit und werden immer fester in der Gnade. Also es wird uns die Gnade immer mehr und mehr zuteil. Ja, ich höre manchmal von Prediger, dass sie anfangen zu predigen. Das fällt mir so seit ein paar Monaten auf, hat der Geist Gottes mich so aufmerksam gemacht. Gnade und Friede seien mit euch, ja, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, das ist für viele so eine Floskel geworden. Ja, auch Paulus schreibt das ja in seinen Briefen. Ja, Gnade und Friede sei mit euch oder Gnade und Friede werde euch immer mehr und mehr zuteil. Aber ich glaube, es fehlt das Bewusstsein dafür, was das wirklich bedeutet. Je mehr, also wenn wir geistlich wachsen, dann wird die Gnade und der Frieden, den das Kreuz gebracht hat, nimmt in uns immer mehr zu. Und dadurch werden wir immer, sitzen wir immer fester im Sattel. Dadurch haben wir ein Fundament, das auf Felsen gegründet ist. Und wenn dann was kommt, dann werden wir eben nicht so hin und her geworfen, ja? Wie manche Christen, ja, die so hin und her geworfen werden von jeder möglichen Lehre, ja, die ihnen irgendwie dann ja vorgespült wird, ja, dann sind sie begeistert und ja, und dann folgen sie dieser Lehre, aber es ist nicht gegründet, ja, also sie haben sich nicht die Mühe gemacht, wirklich das Wort Gottes zu erforschen, Gott zu erforschen, Jesus zu erforschen, sich vom Heiligen Geist in alle Wahrheit einführen zu lassen und ja, vorher natürlich noch nicht wirklich bereit, komplettes Leben aufzugeben, wisst ihr? Wir hören immer wieder und lesen, aus reiner Gnade hat Gott uns gerettet. Ja? Also es ist reine Gnade gewesen. Wir konnten nichts hinzutun. Und was aber vergessen wird manchmal, was aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, was Jesus auch gesagt hat, ist, dass es uns etwas kostet. Ja? Es ist nicht so, dass wir quasi, ja, wir haben jetzt das alles empfangen, reine Gnade Gottes ist es, das stimmt, das ist stimmt. Aber um in dieses Leben zu kommen, müssen wir bereit sein, unser Leben zu verlieren. Ja, also das ist unser Preis, das ist das Opfer, das wir bringen, dass wir bereit sind und dass wir das wollen, unser Leben aufzugeben. Und wenn jemand diesen Teil der Wahrheit nicht annimmt, sondern nur das eine, dann will er Segen, 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 Segen für seine Alte, für den Sünder. Und er ist noch gar nicht ein Kind Gottes geworden. Das heißt, es kostet uns unser sündhaftes Leben, wenn wir Kinder Gottes sein wollen. Ja, das kostet, das ist der Preis. Wir verleugnen unser altes Leben. Und das ist ein Punkt, wo ich immer wieder auch mit Menschen dann plötzlich in Konflikt gerate, die auf einem guten Weg waren, die aber in letzter Konsequenz nicht bereit sind, dieses alte Leben an den Nagel zu hängen, die eben festhalten wollen an alten Erinnerungen, an alten Dingen, an diesem alten Leben. Und das wird nicht funktionieren. Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es gewinnen. Das heißt, wenn wir dieses neue Leben gewinnen wollen, müssen wir bereit sein, dieses alte Leben aufzugeben. Und auch da glaube ich, dass wir zwar uns, ich sag mal, mit dem Mund für dieses zu diesem Leben bekennen können, dass aber dann auch Gott an uns arbeitet. Es geht immer alles von Gott aus, nicht von uns. Ja, wir müssen uns klar machen, es kommt von Gott. Er ist derjenige, der in uns das Wollen und das Vollbringen hervorbringt. Also ich glaube nicht, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe zwar damals gebetet, lieber Gott, wenn es noch etwas gibt und dann schick mir das und Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Ja, ich habe das gebetet, aber ich glaube auch, dass zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich nur davon gehört hätte, dass zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben nichts passiert wäre, dass keine Bekehrung stattgefunden hätte. Das glaube ich auch, weil ich unter Umständen noch nicht an diesem Punkt gewesen wäre, tatsächlich mein Leben aufzugeben. Und dass diese Haltung, diese wirklich tiefe Herzenshaltung, dass Gott das sieht und dass er dann entscheidet, wann wir neu geboren werden und dass wir diese Neugeburt nicht aus eigener Kraft hervorrufen können. Aber wir können uns, glaube ich, schon
auf den Weg machen. Ja, das können wir, glaube ich, schon. Also ich finde da immer wieder sehr eindringlich das Zeugnis von der Petra. Könnt ihr euch nochmal anschauen, die so 10 Jahre Ping-Pong-Christ, 10 Jahre ging das hin und her, bis dann diese Neugeburt stattgefunden hat. Wir wissen es zum Beispiel von Joyce Meyer. Ja, sie hat es auch erzählt, dass sie eben lange Jahre eben in Gemeinde gegangen ist, das alles gelernt hat, aber eben nicht neu geboren war. Also es gibt viele Prediger, die genau das sagen, dass sie zwar schon auf diesem Weg waren, aber dass erst zu einem späteren Zeitpunkt sie wirklich unterscheiden konnten, jetzt bin ich neu geboren worden. Und ich glaube, dass eben auch eine gewisse Ernsthaftigkeit damit einfach einhergeht. Ja, inwieweit will man das halt auch wirklich haben? Oder will man einfach nur Gott, dass er da mein Leben hier, das ich nicht aufgeben will, irgendwie versüßt? Ja, das ist einfach die Herzenshaltung. Ja, was ist meine Haltung? Was ist mir wirklich wichtig? Okay, ich glaube, dazu haben wir jetzt genügend gesagt. Also richtige Ruhe, Ruhe und Langmütigkeit, trügerische Ruhe und Langmütigkeit und aber auch das Bewusstsein einmal von 0 auf 100 und dann eben schrittweise Heiligung, ja, wenn ich das überhaupt so sagen kann, weil wir sind ja heilig geworden im einen Moment, aber gleichzeitig passiert es schrittweise. Ja, ihr müsst es irgendwie. Müsst ihr das dann erfassen können. Aber je öfter ihr das hört, umso mehr wird sich das auch verändern. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, das zeigt einfach jetzt so nach 3 Jahren auch die Frucht des Dienstes und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da einen Beitrag für Gottes Reich leisten kann. Wobei es ja nicht wirklich ich bin, sondern es ist ja der Geist Gottes. Ja, es ist ja er, der das Ganze vollbringt und er mich quasi als Gefäß dafür benutzt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder mit dem Thema Stehe den Hilflosen und Schwachen bei. Bis dann, Shalom.